Hi zusammen! Eure 81-jährige Patientin leidet seit 2 Wochen unter einer zunehmenden Schwäche ihrer Nackenmuskulatur. Inzwischen ist das Ganze sogar so ausgeprägt, dass sie ihren Nacken nicht mehr gerade halten kann. Ihr fangt an, die Frau zu untersuchen und könnt dabei ebenfalls eine Kraftminderung der Nackenmuskulatur feststellen. Doch davon abgesehen ist aus neurologischer Sicht nichts auffällig. Ihr entscheidet euch, den Nacken noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und lasst Röntgenbilder anfertigen. Doch merkwürdigerweise sind auch diese völlig unauffällig. Vielleicht findet sich ja im Blut der entscheidende Hinweis. Fehlanzeige. Auch hier ist bis auf eine leicht erhöhte Kreatinkinase alles im grünen Bereich. Schlimmeres scheint also ausgeschlossen, weshalb ihr die 81-Jährige mit Rezepten für Schmerzmittel und Physiotherapie wieder entlasst. Allerdings dauert es gerade mal 2 Wochen, bis sie sich wieder bei euch vorstellt, denn ihre Nackenmuskulatur sei noch schwächer geworden. Wie lässt sich diese fortschreitende Muskelschwäche erklären? Und welche weiteren Tests können euch zur richtigen Diagnose bringen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ein kleiner Tipp: Werft nochmal einen Blick in das Blut der 81-Jährigen.